Die Schwierigkeit ist, wie kann ich, ohne zu fest technisch zu werden, erklären, um was es hier geht, was der ÖRK ist, was die Vollversammlung ist und gleichzeitig auch meine eigenen Erfahrungen und vielleicht auch meine kritischen Gedanken auf eine angemessene Weise reinbringen. Aber natürlich auch, dass es eine riesige Vielfalt ist von Leuten und von Ideen, von Theologien, von Anliegen. Ja, irgendwie ein quirliges Aquarium. Es ist ganz wichtig, was der Koreaner gesagt hat. Also Frieden finden ist eigentlich aus unseren Gewohnheiten, aus unserer Gemütlichkeit rausgehen, um unterwegs miteinander zu machen. Das heisst, all die anderen hören und miteinander auf die Suche von etwas Neues, das wir arbeiten müssen, zum Zusammenleben. Also Frieden, so wie wir es meinen, das ist vielleicht etwas, was wir gemeinsam müssen überkommen und nicht unbedingt meinen, wir können die bauen von selber. Trotzdem weitermachen, auch wenn man merkt, dass man zum Teil wirklich von völlig anderen Sachen redet, wenn man Einheit sagt oder wenn man Frieden sagt oder Gerechtigkeit. Ja, trotzdem miteinander im Gespräch bleiben. Ich denke, im Bereich Mission, interreligiösem Dialog, sind wir einen grossen Schritt weiter. Es ist vieles ausgesprochen worden und der ÖRK hat dort klar seine Stellung neu gestaltet und markiert. Im Bereich Einheit ist vieles möglich gewesen, aber sehr viele Fragen bleiben offen. Sehr viele Fragen hat man auch gar nicht wollen, in die offiziellen Papiere nehmen. Das ist eine Herausforderung, die stehen bleibt, wo wir weiter daran arbeiten müssen. Ich werde jetzt diese Berichte diskutieren. Bis Freitag. Jetzt werden wir erstmal den Zentralausschuss wählen. Das scheint besser zu sein als von die Bible Study Group, in der ich bin, das hat sich einfach so gefügt und es ist eine wirklich ausgezeichnete Gruppe. Wir sind alle jeden Tag da und freuen uns darauf und haben einen sehr intensiven Austausch mit ganz verschiedenen Leuten und das ist wirklich sehr bereichernd, würde ich sagen. Wirklich. Du musst Gottesdienst gestalten und Unterricht gestalten. Wo wird dein Gottesdienst oder dein Unterricht anders wäre nach Busan, wie er war vor Busan? Ich denke, er wird deutlich farbiger. Ich bin inspiriert worden, einerseits durch Bible Study Groups. Die 5 Texte, die wir gelesen haben, die sind für mich reich und bunt und farbig erschlossen worden in diesen Gesprächen mit Statements von der Pazifikinsel, mit Statements von Südafrika, mit Statements von England. Ein Reichtum, den ich selber nie hergebracht habe. Zum anderen werde ich einiges von dem, was wir in unserer Gebetszeit, in unseren Worships hier haben, gesungen und gebetet und gehört und gelesen, von dem werde ich auch vieles einfließen in den Gottesdienst. Ich komme heim in der Schweiz mit einem grossen Rucksack voll Material, das ich versuche zu verwenden. 2015, nicht nur einfach Comments oder quasi die UNO-Ziele kommentieren, sondern unsere eigene Zielvorstellung einbringen. Und ich finde, deshalb sind wir immer nur reaktiv, also proaktiv da mitdenken. Das ist die gute Idee. Aber wie denn konkret, das wissen wir im Moment. So nicht, ist es gar nicht stark gesagt. Aber ich habe starke Zweifel, wenn es dazu kommt, dass wir letztlich vor allem über Klimaerwärmung reden. Weil ich habe doch den Eindruck, dass Kirchenleute in diesem Bereich nicht Experten sind. Wir sind Betroffene, wir sind aber auch die die Luft verschmutzen. Wir sind alle irgendwie ein Teil davon. Aber wir sind nicht wirklich Experten. Das ist mir fühle mich nicht als Experte, wenn es um ökologische Fragen geht. Ich fühle mich, wenn schon eher als Experte, wenn es um theologische Fragen geht. Und genau das fehlt mir hier in den meisten Diskussionen. Wo hast du es gefunden? Oder wenigstens in Ansätzen gefunden, die Theologie? Bis jetzt vor allem bei den Orthodoxen. Das hat mich doch wieder mal bestätigt, dass sie eine ganz kohärente Theologie haben, was ja missionarisch, wie sie sind, hier versuchen, die Leute zu bringen. Mit ihren Statements im persönlichen Gespräch, aber auch in den Plenarsitzungen, die wir hatten.
Ich denke, die Kultur ist ganz eine andere. Die Koreaner sind eigentlich zurückhaltend. Sie zeigen nicht gerade so, zeigen, was sie denken, wie, wo sie stehen. Und das macht den Zugang schwieriger. In der Spiritualität ist es aber so, dass es sehr laut und stark werden kann. Also es wird sehr häufig laut gebetet, alle miteinander. Und das gibt dann so einen Kontrast, der für uns oder für mich schwierig ist, zusammenzubringen. Es ist mir gegangen, und übrigens vielen anderen auch, speziell auch Menschen aus Afrika, wie ist denn das hier in dieser Umgebung voller Wolkenkratzer, voller Wirtschaftswachstum und auch mit vollen Kirchen, wachsenden Kirchen, über Armut und die Umweltzerstörung nachzudenken, über den Glauben nachzudenken. Und deswegen hat mich am meisten berührt, was in einem kleinen Workshop über theologische Ausbildung eine junge Theologiestudentin aus Korea gesagt hat. Sie hat gesagt, sie fühlt sich wie in einer Kirche, die in babylonischer Gefangenschaft steckt. Also das Gleiche, was der Luther schon festgestellt hat, was die Reformation bewirkt hat. Nämlich in einer Gefangenschaft, in einem Evangelium, in einer Theologie vom Wohlstand. Und ich glaube, sie hat damit wirklich gespürt und zum Ausdruck gebracht, um was es geht. Auch wir als Kirche müssen umdenken, wir müssen einen Weg finden von einer Reformation, von einer neuen, oder wie man hier vor allem in Busan gesagt hat, von einer Transformation von uns selber und auch von der Wirtschafts- und Lebensweise, so dass alle Menschen genug kennen, weil es ist genug da für sie und dass die Schöpfung nicht aufs Spiel gesetzt wird. Ein Gebet war, das auszudrücken, die verrückte Spannung von dem europäischen Erbe, die wir mittragen. Einerseits Fortschritt, Aufklärung, viele zivilisatorische Fortschritte, andererseits die katastrophale Erben auch durch Krieg. Es war für mich sehr bewegend, eine Art stellvertretend zu stehen. Als Schweizer ist man da in einer Aussenseiterposition. Und gleichzeitig ja, das umgesetzt gesehen, die Klage, die Trauer in dem Tanz von dem philippinischen Team, das das ausgedrückt hat. Sammeln wir uns hier aus Nationen, Gemeinschaften und Kirchen von großer Vielfalt und mit vielen Widersprüchen. Wir verkörpern eine einzigartige europäische Geschichte der Zivilisation, Kultur und Spiritualität. Einerseits vertreten wir eine Tradition menschlichen Fortschritts, andererseits sind wir uns doch aber auch bewusst, dass wir ein Erbe des Todes mit uns bringen. Bei der Vorkonferenz der Frauen hat mich sehr beeindruckt, immer wieder die einzelnen Zeugnisse zu hören von Frauen, die unter alltäglicher Gewalt leiden, wie zum Beispiel, dass sie immer noch nicht die Möglichkeit haben, ordiniert zu werden, aber auch von sonst grossen Diskriminierungen. Und wie das nachher auch die Frauen aufgenommen haben und auch ihr Bedürfnis geäussert haben, dass Geschlechtergerechtigkeit auch ein Thema sollte sein im ökumenischen Gespräch. Was mich auch sehr gefreut hat auf der anderen Seite, ist, dass es das erste Mal eine Vorkonferenz war, eine Frauenvorkonferenz für Frauen und Männer. Das heisst, für Männer offen, die sich auch für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich die Zukunft. Eine Geschlechtergerechtigkeit kommen wir nur über, wenn Männer und Frauen sich gemeinsam einsetzen.
Ich habe mitgenommen sehr viel Motivation, gerade weil ich auch Jugendliche oder andere junge Erwachsene kennengelernt habe, die sich sehr für Dokumente einsetzen, wo das auch wichtig ist. Und ich denke, es ist auch gut, dass das die gesamte Versammlung sieht, dass auch junge Leute sich an dem ökumenischen Dialog beteiligen wollen und dass das eben nicht nur ein Dialog bleibt, sondern dass es auch in die Praxis umgesetzt wird. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll, was die Zukunft angeht. Und, ich spüre schon, dass es ein grosser Ort ist, wo wahnsinnig ein guter Geist herrscht, ein geschäftiger Geist, wo man aber sich eben in Freundlichkeit und Offenheit begegnen will. Selbst wenn man mit einer anderen Position überhaupt nicht einverstanden ist, der Wille zum Diskutieren ist doch da. Ja. Und wie würdest du jetzt deine Luzerner Kirche reformieren mit den Erfahrungen von dieser ökumenischen Versammlung, wenn überhaupt? Das ist eine grosse Herausforderung, wo ich mich selber einfach auch frage, und zwar nicht nur als Mitglied vom Synodalrat von der Luzerner Kirche, wie man das umsetzt, was da entsteht. Es entstehen wahnsinnig viele gute Papiere, durchdachte, durchdiskutierte Themen, aber konkret in der Umsetzung bei uns daheim, was man damit macht oder was auch alle anderen Kirchen, die da teilnehmen, damit machen, das finde ich, ist noch eine schwierige Aufgabe. Was ich sicher gelernt habe, ist, dass Ökumene nicht nur Zusammenarbeit jetzt mit der römisch-katholischen Landeskirche bei uns im Kanton bedeutet, sondern dass wir eben ein Teil sind von einer weltweiten Kirche, wo ganz viele dazugehören. Klar, in der Praxis, im Alltag sind unsere andere Landeskirche die neuen Partner, wo wir praktisch und viel mit ihnen und gut mit ihnen zusammenarbeiten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein Teil vom Grossen. Ja, das, was ich immer ein bisschen den Leuten um mich herum versuche zu sagen, ist, dass man bei sich selber anfangen muss. Wenn man Forderungen stellt oder wenn man etwas möchte haben, dass es geändert wird, dann ist für mich immer wichtig, man muss bei sich selber anfangen. Und kann darum sich vielleicht nicht immer gerade sofort aufstehen und losschreien. Aber ich glaube, das im Hinterkopf zu behalten, dass man eine Botschaft hat und dass man ehrlich muss sein, wenn man die vertreten will, das nehme ich also sehr gerne mit heim. Dir ist das eingefahren, dass einfach die Chance für gemeinsame Eucharistie, Abendmahlsfeier, einfach noch überhaupt nicht rum ist. Was hat das mit dir gemacht? Ja, es tut einem halt ja, zum Teil verreissen oder ja, man denkt dann, ja, aber für was ist man denn da? Und auf der anderen Seite sehe ich, dass es halt muss andere Wege geben, dass man kann. Sehr wichtig war in Zusammenhang von unterschiedlichen Workshops, zum Beispiel mit der Economy of Life zu tun zu haben, wo eigentlich sagt, wir brauchen ein anderes Wirtschaften, auch ein anderes Konsumieren. Wir müssen so leben, dass für andere noch etwas da ist und dass auch die kommenden Generationen noch leben können. Und das ist zum Teil sehr konkret geworden. Also in einer Sektion haben wir über das geredet, braucht es Grenzen von der Gier, nicht nur von der persönlichen, sondern auch Limits to Growth, also Grenzen vom Wachstum, wo man probiert zu fixieren. Ganz konkret hat ein Professor aus Ecuador, der dabei war, mit dem wir übrigens zusammenarbeiten, der Carlos Larrea, ausgerechnet, dass wenn man nur würde 17% vom Reichtum der Welt, vom Bruttosozialprodukt der Welt nehmen, dann könnte man ohne zusätzliches Wachstum könnte man die Armut beseitigen. Das zeigt, wir müssen Weg finden, wie wir gerechter miteinander umgehen, eben so, dass alle leben können. Im Augenblick wird hier diskutiert, was man rausgeben soll, wo man daran arbeiten soll. Public Issues heisst das Ding. Und welches von diesen Punkten wäre jetzt das, was du würdest für uns unbedingt mitnehmen würdest? Wir haben gerade über ein
Statement abgestimmt, wo es um Religionsfreiheit geht. Ich denke, das ist ein grosses Thema, das uns auch beschäftigt, wenn wir uns mit den Christen und Christinnen noch an Osten beschäftigen, ihrer Situation. Das ist ein grosses Thema, das uns in Mitteleuropa beschäftigt, die Frage der Stellung der Religion in der heutigen Gesellschaft. Was könnte das bedeuten für unsere landeskirchlichen Privilegien? Dass wir uns einsetzen, also weltweit, aber mit unseren Partnern, wie sie ihren zum Teil minoritären Situationen können leben können, ob sie die Religionsfreiheit haben und die Freiheit von der freien Religionsausübung. Es geht aber auch immer wieder um die Frage, die bei uns aufkommt, wie Religion, religiöse Symbole im gesellschaftlichen, öffentlichen Leben präsent sind und dass wir dort einfach aufmerksam sind. Das ist That's good, actually, with the camera in front. Yeah. I love the diversity in the organization. And when I'm like coming from Finland, where George is in Switzerland, I'm organized from each state differently. Aha. So that was the cantons, though. Yeah, cantons. Well, we have 3 cantons together. Also du da der Ladenhüter von FB Juso, also von reformierten Kirche Bernjula Solothurn. Und wir haben ja verschiedene Projekte, unter anderem das Haus der Religionen. Und die Finnländerin und der Engländer, die waren beide sehr interessiert gsi. Und besonders mit dem Engländer habe ich näher Kontakt bekommen, schon vom Sonntag, wo wir zusammen in die methodistische Kirche sind gegangen. Mit den Koreanern haben wir ja Gottesdienst gefeiert und da sind wir ins Gespräch gekommen. Er ist von der Moravian Church in England, also von den Herrenhuter, wo ja der Hartmut Haas der Leiter ist von dem Haus der Religionen. Und jetzt sind wir da noch ins Gespräch gekommen. Also manchmal ist es gerade ein bisschen sehr ruhig, weil wir haben nichts zu verteilen oder etwas zu essen oder so. Aber die Leute sind interessiert, sie fragen ein bisschen, was machen wir da? Und andere Leute können sagen, das ist interessant. Vorher hatte ich eine Koreanerin, die sich für Blue Communities interessiert. Oder auch das Projekt mit den Muslimen in der Schweiz, also auch interkulturellen Dialog. Und dann haben wir noch ein bisschen zusammen geredet. Also ich finde, es ist eine gute Sache. Abgestimmt wird über allerlei Public Issues und andere Fragen. Was ist die Verbindung zwischen dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund und dem Ökumenischen Rat? Was zeichnet die Verbindung aus? Der Kirchenbund ist seit Anfang an ein engagierter Partner des Ökumenischen Rats. Das ist die Möglichkeit für uns Schweizerinnen und Schweizer, weltweit Kirche zu sein, von Leuten zu hören in anderen Teilen der Welt, was sie beschäftigen und wie sie ihr Kirchensein leben. Die kommen, sind Christen, die engagiert sind, sind interessiert am Dialog, sie wollen etwas bewegen. Man hat auch ganz klar Problem anerkennt von Ungerechtigkeiten und oder was nicht friedlich zugeht. Und man probiert Wege zu finden, wie könnte man unsere Welt fröhlicher machen, gerechter und friedlicher und nicht nur zusammen Kaffee trinken, sondern etwas Wirtschaft zu machen. Des Lebens. Du hast die Welt geschaffen und gesehen, dass sie gut war. Doch aufgrund unserer Habgier und unseres Konsums holzen wir die Wälder ab. Vernichten Pflanzen und Tiere. Wir zerstören die Erde. Wir beten um Weisheit und Stärke. Mach uns zu deinen Mitarbeitenden, um den sterbenden Kreaturen wieder Leben zu bringen. In deiner Gnade erhöre uns. Gott der Gerechtigkeit, du befiehlst uns, Gerechtigkeit für alle zu schaffen. Doch aufgrund unserer Ich-Bezogenheit und Gleichgültigkeit
lassen wir die Kluft zwischen Arm und Reich größer werden. Que Dieu nous bénisse avec l'esprit de courage et de sagesse, afin que nous puissions témoigner de l'espérance qui est en nous. Mmh.